Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Im letzten Part haben wir endlich diese Horrorroute beendet. In dem Part werden wir uns nicht zum Go-Park begeben, weil ich kein Pokémon Go habe. Ja, man kann einfach die Pokémon aus Pokémon Go übertragen. Und da catchen ist eigentlich recht cool, so für die Leute, die noch keinen vollen Pokédex haben. Und ich habe rausgefunden, wo dieser Dude ist, der hat nämlich sein Gebiss verloren, der ist hier. Es ist furchtbar. Ich habe mein Gebiss im Meer fallen lassen. Kannst du mir helfen? Dankeschön. Oh Gott. Was ist, wenn man Nein sagt? Was? Dann halt nicht. Auf die Menze ist eben kein Verlass mehr. Da hinten kann man noch einen Block mit Stärke wegschieben. Okay. Wir gehen jetzt aber zuerst in die Arena und holen uns den nächsten Arena-Orden. Ich meine, warum nicht? Ich habe ein bisschen trainiert zwischen den Parts. Ganz kleines bisschen. Sei grüßt, glücklicher Chef, wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuxania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen. Krass, du hast 59. Du bist ja richtig krass. Das war krass. Okay. Haha, ich hab dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf den falschen Fuß erwischen werde. Alles klar. Kugas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seiner Sprachstil müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Alles klar, okay. Wir haben ein paar Trainer vor uns. Wir gucken, dass wir alle besiegen. Ich habe keine Ahnung, was ist es, Unlicht? Ist es Psycho? Feuer? Gift? Das wird jetzt recht interessant, weil ich habe echt keinen Plan. So, Pokémon ist Level 41. Vielleicht geht er auch auf Verwirrung, Knirscher. Also es sieht echt nach Unlicht aus. Und wir können mal die neuen Attacken benutzen, wie Plätschersurfer. Sieht cool aus, oder? Nidorino. Weiter. Geht's? Und wir setzen mal Schwebesturz ein. Perfekt. Toxin. Okay. Giftunlicht. Oh, das glaubt nichts Gutes. Wir haben Geist-Pokémon in unserem Team und ein Psycho-Pokémon. Aber immerhin haben wir jetzt mal alles besiegt. Ja, gut. Simsala Level 38. Okay. Ja, warte mal. Dann besiegen wir gerade den hier. Hier ist eh eine Sackgasse. Und am besten wäre es eigentlich, wenn Pikachu sich selber heilen würde. Slybok. Wir haben Gift-Pokémon. Was ist denn gegen Gift effektiv? Oh Gott. TikTok war noch offen. Was ist denn gegen Gift effektiv? Gift. Ich google es mal gerade nebenbei nach. Also Gift ist so Gift-Typ, Schwäche.
Boden um Psycho? Nein. Ist das echt so? Lol. Haben wir jetzt mal einen Treffer gelandet mit Blitzefritz? Oh mein Gott. Also, hier haben wir Gift. Teamverteidigung, Attacken des Pokémon. Verteidigung, Gift. Wasser, Pflanz. Nein. Boden und Psycho. Fee. Boden, Psycho, Fee. Okay, bevor wir da jetzt noch einen Beleber reinhauen müssen in Pikachu, würde ich tatsächlich auf Giflor umsteigen. Weil mit Giflor haben wir eine Fee-Attacke. Ja, stimmt, Fee ist extrem effektiv gegen Gift. Da war was. Das heißt, wir setzen Zauberschein ein. Was zur Hölle? Okay, also wir haben hier eine extrem hohe Defensive. Bei Slimog. Und ich würde es am liebsten mit Arcani abfackeln. Das geht mir jetzt schon zu lang. Oh mein Gott, wir machen sowas von keinen Schaden. Okay, dann wechseln wir erneut auf Simsalam. Ich weiß nicht, ist es effektiv? Es macht schon mehr Schaden als bei... Spezialangriff sinkt, schade, weil genau das ist unser Ding. Wunderbar. Also wenn es ein Giftding ist, dann sind wir mit Simsala eigentlich echt gut versorgt. Ich glaube, es ist eine Giftarena. Bibor ist jetzt aber wieder Käfer. Ich verstehe die Arena nicht. Real Talk, ich verstehe sie nicht. Was ist das für ein Typ? Gift, Unlicht, Käfer? Also da oben in der Holzmaserung sieht man auf jeden Fall Gift. Man sieht Käfer. Und man sieht mit Zubat Unlicht, Flug. Ja, okay, Flugtyp kann man sich wegdenken. Man sieht Unlicht. Alter. So. Ja, komm, setzen wir nochmal Flammenwurf ein. Da haben wir eine hundertprozentige Genauigkeit. Perfekt. So. Wo müssen wir jetzt hier lang? Ach, müssen wir hier ran rum? Okay. Ah ja. Früher habe ich als Zauberer gearbeitet, aber mein Traum war es, immer ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich in die Arena von Fuchsania City geführt. Schlecht finde ich jetzt, dass wir Pikachu trotzdem noch drin haben. Und es ist ein Psycho-Dude. Ja, gut. Haben wir da irgendwas Vorteilhaftes? Ab Alpollo Level 40, ich werfe einen Donnerblitz. Sollte fast reichen. Alles klar, ist paralysiert. Ich hoffe, er greift jetzt nicht an.
Nein, Spukball sitzt. Heißt, mit Pikachu können wir nicht mehr rechnen. Und wir müssen kreativ werden. Was wir auch gleich machen können mit Finsteraura. Schade. Machen wir es halt nochmal. Perfekt. Wir hatten sogar eine höhere Initiative. Also ich glaube, Alpollo ist echt ein gutes Pokémon. Wunderbar. Dann heilen wir mal ein bisschen. Ich spare mir jetzt schon Gegengift, weil Blitzefritz down ist. Ist ein bisschen die billigere Variante. So. Unser Team ist wieder voll. Und wir können weitermachen. Was erwartet uns jetzt? Noch ein Alpollo? Ich glaube, das bekommen wir hin. Das sollten wir sogar sehr gut und schnell hinbekommen. Level 40. Wahrscheinlich ist wieder ein kleines Stück übrig. Genau, Spukball. Wir reagieren auf den Warnruf, weichen aus und können jetzt Plätschersurfer einsetzen. Um ein bisschen die AP zu schonen. Als nächstes kommt nochmal ein Alpollo. Da würde ich jetzt gerne mal was probieren. Wir hatten ja vorhin eine höhere Initiative als das gegnerische Alpollo. Heißt, wir kommen jetzt mit dem hier. Und setzen einfach mal Finsteraura zwei, dreimal ein. In der Hoffnung, dass wir das gegnerische Alpollo besiegen. Spukball sollte nicht allzu effektiv sein. Geist hat eine Schwäche gegen Geist. Okay, habe ich nicht gewusst. Geist ist einfach nur Geist, eine Schwäche gegen Geist. Oh mein Gott. Stimmt es? Tatsächlich? Oh mein Gott, das ist ja nur gegen zwei. Ah ne, warte mal, die Defensive. Geist hat eine Schwäche in der Verteidigung gegen Unlicht und Geist. Gift und Käfer sind nicht so effektiv. Okay, krass. Habe ich nicht gewusst. Ach ja, Geist muss ja auch mindestens zwei Schwächen haben. Mittlerweile hat ja jede Gruppe irgendwie zwei Schwächen. Er spammt einfach Alpollos. Ist Fletcher Surfer eigentlich stärker? Nee. Um einiges schwächer als Donnerblitz, aber es paralysiert mehr und stärker. Da setzt er doch gerade noch eine Flugattacke ein. Ja, klar. Zögerst wieder raus. Perfekt. ~1600 Poké-Dollar und weiter geht's. Ich sehe den Boden nicht. Oh mein Gott.
Nebel an! Nein, hier lang. Alles klar. Hier ist nochmal so ein Trottel. Auch ich bin ein Schüler von Meister Koga. Der Einsatz von Pokémon ist eine uralte Ninja-Tradition. Alles klar. Arbok, mein persönliches Hass-Pokémon. Weil ich nicht mit dem klarkomme. Ich bin bei Jesse und James schon nicht mit dem Vieh klargekommen. Und hier werde ich es auch nicht. Gift-Hieb, starke Attacke. Und wir werden jetzt nochmal Plätschersurfer einsetzen. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Wir brauchen halt immer zwei Schläge. Das ist richtig, richtig mühsam. Noch ein Arbok. Ist es Bodengift? Arbok ist halt, keine Ahnung. Nee. Nochmal Gift-Hieb. Das war's, glaube ich, mit Pikachu. Ja, wir hätten mehr Schaden machen sollen. Wir gehen auf jeden Fall nochmal ins Pokémon Center. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt mal Simsala ein, obwohl es eine Unlichtattacke kann. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Simsala eine höhere Initiative hat, obwohl wir drei Level drunter sind. Also da muss jetzt recht viel zusammen. Wunderbar. Da muss jetzt recht viel zusammenkommen, dass wir hier was reißen. Ist in dem Fall passiert. Ich habe da jetzt einfach mal ein bisschen gepokert. So. Fast down. Gift-Hieb. Aber die Defense von Simsala ist ja so schlecht. Da ist ja jedes Mirapla besser, jedes Carpador. Oh mein Gott. Bei Simsala hast du zwar eine Offense, die anders krass ist. Wie wir jetzt gerade eben gesehen haben, auch eine Initiative, die nicht ohne ist. Aber der Rest von dem Pokémon, das kannst du halt echt in die Tonne kicken. So. Du bist der Letzte vor Koga. Valentina, alles klar. Bisa-Knosp. Heißt, wir werden sie jetzt erstmal vergiften. Hat keine Wirkung auf Bisa-Knosp. Oh, lol. Solarstrahl. Macht nicht wirklich viel. Mit Zauberschein bin ich echt enttäuscht. Wenn es nochmal Solarstrahl einsetzt, ist es down. Wir setzen Arcani ein. Wir gehen auf Nummer sicher. Ich habe immer gedacht, Gift hat eine Schwäche gegen Feuer. Aber in dem Fall ist es nicht so. Flammenwurf. Wow. Wieso macht es jetzt hier mehr Schaden als bei Giflor? Also die Defense von Giflor ist einfach... Uff. Aber es hilft uns leider in der Arena nicht wirklich. Deshalb haben wir jetzt ein Problem. Smogmog, typisches Gift-Pokémon. Ich glaube, mit Arcani sind wir hier recht gut bedient. Oder so. Ja, genau. Mhm.
Wegen so Aktionen frage ich mich ab und zu, warum das Spiel einer der schlechtesten Pokémon-Spiele ist überhaupt. Es tut mir leid, aber nee. Oh mein Gott. Hat es überhaupt was gebracht? Nee. Okay, dann machen wir es so. Flügelschlag. Wir kriegen das down. Wenn das kein Volltreffer wird, machen wir Ruheort. Wir haben keine gescheite Luftattacke für Taubos. Nee, die Taktik funktioniert ja gar nicht. Lül. Ah, komm, geh drauf. Du hast halt keine Chance irgendwie. Du kannst auch nicht wirklich leveln in dem Spiel. Du bist total unterlevelt. Weil du keine random Pokémon fangen kannst. Flammenwurf, genau. Oh mein Gott, war das knapp. Wieso kann so ein Drecksvieh Flammenwurf? Was ist denn los hier? Selbst Gifflor hält selbst das aus. Es ist so krass. Gifflor ist echt. Uff. So. Okay, ich glaube, wir müssen zurück. Laufen wir mal zurück. Genau. Und teilen unsere Pokémon, weil mit einem Pokémon möchte ich jetzt nicht wirklich zum Big Boss. Und kann es sein, dass sich jetzt die Zuschauerinnen gefüllt haben? Die waren doch vorher noch leer. Lü. Wir brauchen bessere Pokémon. Es sind nicht mal schlechte Pokémon, die wir im Team haben. Also aus Gen 1, aber es ist trotzdem noch schlechte Pokémon. Real Talk, Kanto ist echt schlecht gealtert. Gut, dass Sinnoh jetzt mal ein paar Remakes bekommt. So, rein da. Und dann müssen wir... Darf ich sehen, wo wir rein müssen? Dann hier hinten lang, hier irgendwie... Hier... I don't know, hier am Rand. Ne, hier ist eine Sackgasse, hier. Wow. Okay. Auf ein neues. Och Mann. Hier lang, hier lang. Und da wären wir. Wir starten mit Pikachu. Einfach aus Prinzip. Oh. Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich.
Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Also ist es jetzt doch eine Gift-Arena? Arena-Leiter Koga. Mit 4 Pokémon. Der Typ ist nicht ohne. Aber wir haben Blitzefritz. Das heißt, uns soll man auch besser nicht unterschätzen. Andererseits Explosion. Er opfert erstmal sein erstes Pokémon. Und es bringt ihm nichts, weil... Oh mein Gott, haben wir gerade Glück. Okay, wenn er das jetzt noch dreimal macht, dann ist das Spiel schnell rum. Slimog. Okay, Slimog ist Giftboden. Hat eine recht schlechte Initiative. Ich probiere es mit Simsala. Simsala wird keine 2 Attacken aushalten, so wie ich Simsala kenne. Aber wir können ordentlich Schaden raushauen. Warte mal, wir sind ja... Wir probieren einfach mal was. Perfekt. Also, der Vergiftung sind wir entkommen. Finde ich geil. Er ist seiner ersten Attacke entkommen. Psystrahl. Perfekt. Und der Delegator beschützt uns. Matschbombe. Und der Delegator hört auf zu wirken. Nochmal ein Schutzschild. Gott, regt er mich auf. Matschbombe. Okay, wir haben ordentlich eingesteckt. Aber es sollte reichen, wenn er jetzt nicht schon wieder Schutzschild einsetzt. Warum denn? Oh, wir zögern das Spiel noch länger raus. Wir sind bisher ohne Vergiftung durchgekommen. Genesung. Genesung ist wild. Tschüss, Teleport. Als nächstes wird Omod eingesetzt. Omod ist Giftkäfer. Das heißt, Akani kann raus. Weil Simsala ein ziemliches Problem mit dem Käfertyp hat. Und ich würde sagen, Hitzewelle sollte regeln. Level 44, das Vieh ist nicht ohne. Und natürlich kann es Schutzschild wie der ganze andere Schmutz. Weil ich glaube, das Pokémon kann halt nicht, oder die Pokémon von dem Dude können halt nichts außer Schutzschild. Und es regt mich so derbe auf. Matschbombe, stimmt, sie können auch vergiften. Das heißt, sie setzen übelst auf Zeit. Setzt Toxin ein oder so, komm schon. Wieso ist es so stark? Ich verstehe es nicht. Wieso ist es so krass stark? Ja, I don't know. Es ist auf jeden Fall jetzt down. Was haben wir jetzt hier noch? Golbat. Ja, lol, das ist geschenkt. Ist es nicht Flugunlicht? Und die Weiterentwicklung X-Bad ist dann Fluggift? Na, ich hatte es da anders in Erinnerung, aber anscheinend ist es Fluggift. Dann ist es gar nicht mal so schlecht. Also Golbat im Team, Not bad. $7000 und wir bekommen den Seelenorden.
Hat aber auch lang genug gedauert. Lecko mio. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehören ja alle Pokémon bis Level 60, wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch haben. Toxin wurde einmal eingesetzt in dem Kampf. Sie wird seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, leidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Okay. Schön. Dann hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Und was haben wir denn hier? Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es heißt, dort würden wir haufenweise seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über diese Sache mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von da abgehauen sind. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. Jetzt muss es doch irgendwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Autsch, was ist das für ein verflixtes, hartes Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist bestimmt ein Schatz. Lass das Teil ausgraben. Unfassbar, du hattest recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal. Igitt, was ist das denn? Ein goldenes Gebiss? Ein Gebiss? Zeig mal, das kann doch gar nicht. Du hast recht. Da kann es noch so funkeln und aus Gold sein. Das ist doch widerlich, bar. Ach was, der Knirps, was steckst du denn hier rum? Warte, antworte nicht, ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier, geh nach Hause. Goldes Gebiss aufgedrückt. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt lasst uns in Frieden, wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau, wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratz mir die Kurve. Gut, dann machen wir das auch noch. Dann haben die das Gebiss gefunden. Alles klar. Der Direktor hat das Gebiss hastig eingesetzt. Pfui, der ganze Sand knirft so eklig zwischen den Zähnen, aber sei es drum. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühe. Safari-Set vom Direktor erhalten. Und weil du es bist, bringe ich dir obendrein noch etwas Nützliches bei, und zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Was sagt man dazu? Dein Pokémon will es lernen? Ah, lol. Er bringt uns das bei, das kann man aber recht leicht übersehen. Einfach wegkicken und so. Krass, oder? Gut, probieren wir es gerade mal aus. Ich weiß, es ist viel auf einmal. Und wir ziehen den Part gerade ziemlich in die Länge. Du erhältst ein Nugget von Dicta. Alles klar. Okay. In dem Fall würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blass mit Schuh. Im nächsten Part geht's weiter. Wenn wir eine neue Route erkunden. Tschüss und bis bald.